So, Freunde. Also, in diesem Video geht es um Vorsätze fürs neue Jahr, unter anderem, aber auch um Einsamkeit und wichtig, Igel-Dilemma. Ich gucke ja viele Dokus, heute auch eine Doku geguckt auf Englisch. Da ging es um. Da gibt es einen ganzen Kanal, wo es um Einsamkeit und ausgesuchte oder unfreiwillige Einsamkeit geht. Und dann kommen wir auch zu den Vorsätzen fürs neue Jahr und so weiter und so fort. Und zwar, was ist ein Igel-Dilemma? Irgendwann im 18., 19., 18. Jahrhundert, 19. Jahrhundert gab es wohl irgendeinen Dichter, Denker, wie auch immer so. Und Igel heißt ja auf Englisch, glaube ich, Hedget. Hedget-Dilemma auf Englisch und auf Deutsch Igel-Dilemma. Sagen wir mal, im tiefsten Winter, minus 20 Grad. Sagen wir mal, da ist eine Gruppe von Igel und die haben jetzt die Wahl zwischen sich zusammentun und Wärme bekommen, aber dann auch sich gegenseitig pieksen mit ihren Stacheln. Oder dann gibt es halt Individuen, die das dann halt nicht aushalten mit diesen Schmerzen und dann bevorzugen dies einfach einsam zu sein und dann die Kälte auszuhalten. Das heißt, in beiden Fällen leidest du, aber jeweils auf eine andere Art und Weise. So, und ich habe mich da so ein bisschen wiedererkannt. Ich habe einmal im Jahr mindestens, meistens im Winter, so eine Zeit, wo ich mich zurückziehe und eher so mein eigenes Ding mache. Ja, ich gehe hier und da noch raus, aber sagen wir mal so Pi mal Daumen, November, Dezember, Januar, Februar. Ja, wobei, sagen wir mal eher Mitte November, ja, bis Mitte Februar, so circa, Pi mal Daumen. Also insgesamt so sagen wir mal 3 Monate, 3,5 Monate, wo ich mich eher so zurückziehe. Und jetzt kommt der Unterschied. Ich habe früher das auch schon gehabt, vor 10, 15, 20 Jahren, aber in einer negativen Art und Weise. Das heißt, ich habe mich zurückgezogen und sehr stark drunter gelitten auch. Und jetzt so langsam, die letzten paar wenigen Jahre, habe ich so diese Einsamkeit dieser 3, 3,5 Monate im Winter versucht so ein bisschen so für mich zu nutzen. Bisschen über mich selber, über meine Probleme, über meine negativen Eigenschaften nachzudenken, ja. Wichtig ist, dass man diese Zeit nicht einfach vergeudet und einfach so vor sich hin leidet, sondern vielleicht diese einsame Zeit, die man jetzt sowieso hat, entweder freiwillig oder unfreiwillig, mit Inhalt füllt. Sagen wir mal, entweder du hast es dir ausgesucht, für 1, 2, 3 Monate einsam zu sein, für dich zu sein, dann fülle das auch mit positiven Inhalten. Mach Sport, gesunde Ernährung, über dich nachdenken, paar Probleme angehen, die man sonst, wo man sonst immer vor sich herschiebt und so weiter und so fort. Dann wird aus dieser selbst ausgesuchten Einsamkeit auch eine positive Zeit. Ja, das heißt, es kommt immer nur darauf an, wie man diese einsame Zeit mit was für positiven Dingen, den Dingen man das füllt. Oder ob man einfach so vor sich hin einsam leidet und negativ denkt und negativ in sich versinkt und in seine Probleme. Das heißt, du kannst den Unterschied machen, in einer einsamen Zeit auch was Positives sozusagen draus zu machen. Und jetzt kommen wir mal zum Thema, sollte man sich fürs neue Jahr was vornehmen, also gute Vorsätze. Und viele neigen ja mittlerweile dazu, ja, Vorsätze fürs neue Jahr bringt doch nichts, man zieht das doch eh nicht durch und so weiter. Ich denke da ein bisschen anders mittlerweile. Denn alles, was du tust, braucht einen Anfang. Und für alles hast du irgendwie so einen Termin, ja, wo man kann sich ja einen Termin setzen. Man kann es ja Jahr für Jahr probieren, bis es irgendwann klappt. Es kann ja sein, dass du in einem bestimmten Jahr willenstechnisch von der Willenskraft her ein bisschen schwächer bist. Trotzdem hast du es versucht, trotzdem hast du nicht aufgegeben. Das heißt, du ziehst das durch jedes Jahr. Du nimmst dir für den Anfang des Jahres, du kannst es auch verschieben. Sagen wir mal, du hast für den Anfang 2024 jetzt zum Beispiel, wo das Video jetzt entsteht, was vorgenommen, hat nicht geklappt. Ja gut, dann mach für den Anfang Frühling.
mach Anfang Sommer, Anfang Herbst, wie auch immer, oder an deinen Geburtstag, wie auch immer. Es kommt ja nur darauf an, dass du den Versuch startest und dann mit der Erfahrung, die du jedes Jahr neu machst, ne, und aus den Fehlern, die du lernst, kannst du ja im nächsten Jahr einen besseren Versuch starten. Ja, sagen wir mal, wenn du dir mit 14, 15 was vorgenommen hast und es hat nicht funktioniert, vielleicht bist du mit 18, 19 reifer und kannst es schaffen. Oder erst mit 25 oder mit 30 oder. Ne, es kommt halt nur darauf an, dass du den Versuch startest, weil wenn du komplett aufgibst und sagst, ja, ich schaff's eh nicht, lass drauf, egal, ich nehme mir auch nichts mehr vor, ja, dann, wo nichts gestartet wird, kann auch nichts zu Ende geführt werden. Versteht ihr, was ich meine? Und wichtig ist auch bei dieser ausgesuchten Einsamkeit, ja, manche machen das unterbewusst, ja, ich habe das die letzten 20, 25 Jahre unterbewusst gemacht, diese ausgesuchte Einsamkeit, und habe jetzt erst gemerkt, dass das schon zum Teil, ja, sagen wir mal, selbst ausgesucht ist. Natürlich, Einsamkeit kann auch hier und da zu gewissen Prozenten unfreiwillig sein, aus diversen Gründen. Wichtig ist einfach nur, dass man es begrenzt. Ne, ich habe auch schon in früheren Videos gesagt, wenn ihr negative Phasen habt, ja, sagen wir mal, negative Gedanken, hat jeder mal, weißt du, was ich meine? Negative Gedanken, negative Phasen deines Lebens müssen begrenzt sein. Ja? Jeder braucht da ein bisschen, der eine macht, kommt schon nach ein paar Tagen klar, der andere braucht ein paar Wochen, der andere ein paar Monate, aber irgendwann muss ein Ende sein. Negative Phase muss man sich ja auch überwinden und zwingen, da drüber hinwegzukommen. Es reicht nicht, jetzt sich einfach fallen zu lassen und die ganze Zeit negativ zu sein. Habt ruhig mal eine schwierige Phase, kein Problem. Habt hier und da mal eure negativen Gedanken. Wichtig ist nur, ein intelligenter Mensch oder ein Mensch, der positiv, im Endeffekt positiv ist, auch wenn er negative Zeiten hat, dass er immer Licht am Ende des Tunnels sieht. Ja, analysiere deine Probleme, schau, was in deinem Leben falsch läuft. Und diese einsamen Phasen, jetzt mal als Schlusswort, sind ja auch deswegen manchmal gut, weil, guck mal, in der digitalen Welt, in dieser, ja, alles muss schnell gehen, möglichst viel Partys, möglichst viel digital, Videos hier, Eindrücke da und so weiter und so fort. Das kann ja einen so, sagen wir mal, beschäftigen im Kopf, ne, in der Psyche, dass man gar nicht mehr über seine eigentlichen wichtigen Probleme nachdenken kann. Manchmal sind so ein paar einsame Stunden oder so, wo man ins Nachgrübeln kommt oder irgendwie, weißt du, wie ich meine, so, dass, die sind auch mal wichtig, dass man erkennt, okay, das und das läuft gerade in meinem Leben falsch, da und da muss ich dran arbeiten. Ja, also Fazit, Igel-Dilemma, ja. Jetzt nochmal kurz darauf eingegangen. Manchmal ist die soziale Interaktion mit anderen Menschen schmerzhaft, ja, weil man dann enttäuscht wird von seiner Freundin, von seiner Familie, von seinen Freunden, von seinem Ehemann, Ehefrau, wie auch immer. Soziale Interaktion beinhaltet ja auch, dass man mal enttäuscht wird und das schmerzt. Und dann zieht man sich zurück und dann hat man erstmal gar keine sozialen Interaktionen vielleicht gerne, ne? So, wichtig ist halt nur, auch hier begrenzte Zeit. Sich zurückziehen, Energie sammeln, über die Probleme nachdenken, Lösungen finden und dann wieder rauskommen, wieder unter Menschen kommen. Denn am Ende des Tages ist der Mensch ein soziales, wir sind soziale Lebewesen und dauerhaft einsam ist halt auch keine Lösung. In diesem Sinne, Igel-Dilemma. Jetzt wisst ihr Bescheid. Bis dann.